Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht mein Gruß aus Sizilien Richtung Hannover nach Deutschland. Und ich freue mich, dass ich heute eine ganz besondere Frau bei mir habe im Interview. Anna Nürgen. Anna, ich habe den Nachnamen sicher wieder nicht richtig ausgesprochen, aber Anna, ich freue mich so sehr, dass wir zusammen sind, denn wir sind schon seit ja, fast 2 Jahren immer so dran, dass wir endlich unser Interview schaffen. Aber was bei dir inzwischen so alles geschehen und passiert ist, es ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Augenblick dafür. Ja, danke, liebe Amata. Du hast genau richtig gesagt. Ne? Also manchmal ist der richtige Zeitpunkt wann anders, als man vorher denkt. Und ich glaube, jetzt kann Absolut. Ich so viel gerade zum Thema Geld und Frauenerfolg erzählen. Genau. Ja, heute ist auch so das Thema vielseitig zum Erfolg. Und du bist ja wirklich eine Frau, die absolut vielseitig ist. Du bist Autorin. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher du schon auf den Markt gebracht hast. Du bist Speakerin, du bist Online-Expertin, Coach, du bist also so, so vielseitig. Aber bevor ich das alles aufzähle, was du alles bist und machst, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz noch reingehen. Wer bist du denn so ganz privat? Ja, wer steckt denn hinter dieser Anna und wie kamst du zu dem, was du heute bist? Vielleicht magst du uns da noch kurz einen Einblick geben. Ganz privat, das, was man von außen eher sieht, ist Mutter von 3 Kindern. Mittlerweile wohnen nur noch 2 bei mir. Der dritte ist zu seinem Vater gezogen. Da steckt schon so der erste Punkt hinter, von wegen, ich hatte eine Zeit lang, wo ich alleinerziehend war und später auch wegen den Kindern das Business aufgebaut habe. Und privat ist so, dass ich ein Mensch bin, der unglaubliches Interesse hat an Weiterbildung und durch die Vielseitigkeit Weiterbildung auch oftmals als Chance genommen hat, in ein Thema so einzutauchen, sich damit zu vertiefen und das als riesen, riesen Geschenk genommen hat und egal, was im Leben kam, also es gab Krankheiten, es gab Tumore, es gab unschöne Situationen und da immer auch diese Geschenke drin zu sehen und da weiterzugehen und irgendwann saß ich dann hier mit meinem neuen Partner, wir haben dann 2 Kinder hier gehabt in der Nähe von Hannover, mein normaler Job in Köln. Und das sind über 300 Kilometer und zwangsläufig dann auch, weil keine Kinderbetreuung nichts war, dann so diese Frage, wie komme ich ins Online-Business? Und das war natürlich auch wieder ein Geschenk, also rückblickend gesehen. Ne? Und privat letztendlich, ja, von meinem Nachnamen vielleicht noch was wichtig ist für die Zuhörer, dass ich halb Vietnamesin bin, halb Deutsche bin und deswegen halt der ungewöhnliche Nachname. Ja, du schreibst ja auch auf deinem Blog so über dich so ein bisschen, dass dein Großvater auch schon große Herausforderungen hatte, deine Mama große Herausforderungen und du ja jetzt sozusagen auch große Herausforderungen. Vielleicht gehen wir gleich mal auf deine Herausforderung. Was war denn das so genau, was du hast Tumor genannt, die Situation mit deinem Partner, mit den Kindern. Was war so in deinem Leben und deinem Business so die größte Herausforderung? Vor allem, wie bist du damit umgegangen? Ich glaube, die größte Herausforderung bin immer ich, im Sinne von, welche Sachen sage ich mir, was ich sein muss oder welche Erwartungshaltung habe ich an mich. Und oftmals auch, okay, du kannst keine perfekte Mutter sein, wenn du schon arbeitest, während die Kinder gerade geboren sind zum Beispiel. Ich bin jemand, der seine Arbeit so liebt und gleichzeitig aber auch das Elterndasein liebt. Und da dann mit mir selber diese Milde zu lernen. Und das war eine Herausforderung, aber natürlich auch von Historie geprägt, dann einfach auch zu schauen, wenn man aus Verhältnissen kommt oder Situationen im Leben gehabt hat, wo einfach nicht viel Geld da war, zu gucken, wie kann man das gegebenenfalls drehen und ändern. Und auch in dem Zusammenhang, ich bin schon ganz lange selbstständig, war aber eher freiberuflich seit 2006 und dann diesen Switch hinzubekommen, ne, von der Freiberuflerin zur Unternehmerin, die ganz anders denkt und agiert und handelt. Und das waren so klassische Herausforderungen. Und wie gesagt, ich stehe immer wieder davor zu sagen, okay, wie finde ich meinen eigenen Weg? Wie kann ich selber sein, ohne zu gucken, was sagt Gesellschaft, wie etwas zu sein hat? Ne? Weil da kann ich mich so sehr verlieren im Sinne von, das musst du so und so machen, wenn du so und so bist, darfst du das so und so nur machen und so weiter. Und erst in dem Moment, und das kann ich jetzt vielleicht auch schon sagen, erst in dem Moment, wo ich es mir erlaubt habe, ich selber zu sein und das der Titel von unserem Podcast heute ist ja auch mit Vielseitigkeit zum Erfolg, indem ich
mir erlaubt habe, auch vielseitig im Business zu sein. Seitdem boomt das. Und vorher habe ich halt versucht, immer nur eine Linie zu machen. Es wird ja gesagt, du musst dich positionieren, du musst dies und das. Und das war so hart und anstrengend. Und irgendwie war das weder bei mir so richtig erfolgreich, noch bei meinen Kunden. Und inzwischen, das hat so eine Art Ripple-Effekt. Ne? In dem Moment, wo ich erfolgreich werde, haben meine Kunden solche enormen Erfolge. Das ist einfach Wahnsinn. Du hast jetzt so viele Punkte angesprochen, wo ich gerne überall einhaken möchte. Aber vielleicht mal diesen Punkt, du hast so gesagt, so von diesem freiberuflich hin in dieses Unternehmertum. Welche Schritte bist du gegangen für dich, um aus diesem freiberuflichen Denken, aus dieser Selbstständigkeit in dieses Unternehmertum zu kommen? Da war, glaube ich, ganz oft immer diese Angst da, ne? Weshalb man ja eher freiberuflich ist. Man versteckt sich ja, oder ich habe mich versteckt, hinter einem Auftraggeber. Das heißt, ich wusste, ich war gut, aber ich habe es immer für andere getan. Aber auch selber zu sagen, okay, ich bin es mit all meinen Kompetenzen, mit all dem, was ich weiß, bin ich es wert und ich stehe auch für mich und meine Inhalte gerade und jetzt kommen genauso Menschen. Das war erstmal so dieser Mindset-Shift, den ich gegangen bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir so viel Unterstützung geholt, auch in diese ganzen Weiterbildung. Ich habe über 6-stellig investiert in verschiedene Weiterbildungen, um einfach auch da voranzukommen. Und was ich immer wieder auch als Unternehmerin zum Beispiel für mich als Herausforderung sehe, ist, sich die Frage zu stellen, was ist denn das, was ich möchte? Also nicht das hinzunehmen, wie Unternehmerin zu sein hat, sondern auch zu fragen, was steht gerade an? Welche Bedürfnisse habe ich? Welche Impulse habe ich? Und folge ich denen oder folge ich denen nicht? Und auch, wenn es noch so unlogisch scheint, von außen hin, das trotzdem zu machen. Und ich glaube, das war ein riesen Schritt, in dieses Vertrauen zu gehen, dass in dem Moment, wo ich jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Plänen folgen muss, und da kann ich vielleicht dazu sagen, dass ich von Haus aus zum einen Diplompädagogin bin, aber auch ein Master in Management gemacht habe, was so ein bisschen diese unterschiedlichen Seiten zeigt. Ne? Also dieses strategisch-planerische ist dabei, aber auch so dieses menschliche, dem Impulsen folgen. Und in dem Moment, wo ich aber das priorisiere und schaue, okay, welcher Impuls kommt da, und voll in das Vertrauen gehe, dass das einen Grund hat, dass dieser Impuls gerade da ist, und das mache, dann entsteht so viel, was ich niemals mit dem Kopf hätte planen können. Und ich glaube, das durfte ich auch als Unternehmerin viel eher lernen, während als Freiberuflerin ist, wie gesagt, man versucht, irgendwelche Aufträge zu bekommen und letztendlich nur im Kunden, also im Interesse des Auftraggebers zu erledigen und ist da vielleicht sehr gut, ist die beste Person, aber letztendlich, man macht das immer für jemand anderen und nicht für sich. Und noch ein wichtiger Schritt, den ich persönlich aufgrund jetzt auch mit Familie und dadurch, dass ich Reisen und Natur und einfach auch Zeit für mich liebe, die Skalierbarkeit ist beim freiberuflichen Dasein nicht wirklich so groß gewesen für mich. Ne? Also das heißt, ich habe etliche Aufträge angenommen, die teilweise schlecht bezahlt waren, oder wenn mal etwas abgesagt wurde, kriegt man ja oft mal kein Ausfallgeld und so. Und immer das Gefühl zu haben, okay, du bist auch in einer Abhängigkeit, egal ob es jetzt inhaltlich oder auch in den Rahmenbedingungen war, das ist letztendlich nicht so optimal. Ja, also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das sind zwei Sachen, die mir jetzt so nochmal aufgefallen sind. Zum einen diese Klarheit zu gewinnen. Ich sage immer, das muss ich mir selber klar sein, was ist es denn überhaupt? Ja? Und dann in dieses Vertrauen zu gehen, in das Vertrauen in sich selber vor allem. Und ich glaube, das ist oftmals die größte Herausforderung, ja? Das Vertrauen in sich, ins Universum, in Gott, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber dieses Vertrauen braucht es einfach, um wirklich hier, ja, diesen Schritt machen zu können und den auch sinnvoll und nachhaltig machen zu können. Und gleichzeitig, ja. Vielleicht auch gerade da möchte ich noch eingreifen. Wir lassen uns viel zu oft beeinflussen. Ne? Also das heißt, in dem Moment, wo wir dann erzählen, ja, ich habe die und die Idee, dann kommt unser Umfeld und erzählt uns, das funktioniert nicht, ne? Oder das kannst du nicht machen, oder das bringt sowieso nichts. Und das heißt, in dem Moment ist unser ganzer Energieschub ja schon weg. Und wie oft habe ich damals irgendwie erzählt, was ich vorhabe, und habe mich dann von anderen Leuten abbringen lassen. Und erst in dem Moment, wo wir entweder das Umfeld haben, was uns supportet und unterstützt, oder selber diese Stärke haben und sagen, okay, wir bringen das voran, egal wie, weil es jetzt gerade unser Herzensruf ist und wir das Vertrauen haben, dass das funktioniert, dann
verändert sich das grundlegend. Ja, ja. Ja, und dann ist auch dieser Punkt, den du vorher so angesprochen hast, was heißt denn Positionierung? Ja, also ganz oft wird ja Positionierung wirklich nur mit dem, ja, ich sage es mal nach außen wahrgenommen, für einen bestimmten Bereich sich zu positionieren. Ich kann mich aber auch, so wie du jetzt gerade sagst, so positionieren, dass das eben alles zu mir gehört und da zu erkennen, was ist denn meins? Ja, was passt zu mir? Und ich glaube, auch das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den du schon angesprochen hast, dieses Skalieren. Ja, dass ich nicht nur darauf angewiesen bin, letztlich auch als Selbstständige nur Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern wirklich ein Business so aufzubauen, dass ich selber skalieren kann, nach oben hin kann. Vielleicht gibt es manche Zuhörerinnen, die noch gar nicht so ganz genau wissen, was heißt skalieren. Und vor allem, du hast auch vorher so gesagt, wenn der Geldbeutel noch leer ist, also wenn noch nicht so viel auf dem Konto ist, wie diesen Switch machen, dass das Einkommen, dass das Geld mehr werden darf, dass das Einkommen steigern kann und darf. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau, also ich glaube, die meisten, die haben Ideen genug, nur die trauen sich nicht. Ne? Also das erlebe ich bei wirklich tausenden Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und nur um ein Beispiel zu nennen, ganz viele sagen, ja, ich habe immer mal geträumt, ein Buch zu schreiben oder ich wollte immer mal einen Online-Kurs rausbringen, weil ich weiß, der könnte mir, könnte meinen Teilnehmern total helfen. Und dann ist da diese Angst, ach, man schiebt dann solche Sachen vor, wie ich habe keine Zeit, ich kenne mich technisch nicht aus und so. Und um ehrlich zu sein, das sind alles nur Ausreden, die wir dafür verwenden, weil wir Angst haben, erfolgreich zu sein. Mhm. Und es gibt für alle Dinge Lösungen, die auch so simpel und kostengünstig oder sogar kostenfrei sind. Und wenn wir es wirklich wollen würden, dann würden wir auch da einen Weg finden. Mhm. Und ich glaube, da zu erkennen, dass es gar nicht viel braucht, damit wir erstmal rausgehen können. Wir können so schnell Geld verdienen. Und um auch hier Beispiele zu nennen, weil wir sprechen ja auch über das Thema Geld, dass ich per Zufall, also ich habe damals Bücher gesucht in meinem Bereich Online-Business, Online-Coaching und da gab es bestimmte Richtungen einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, ich bin so jemand, der Bücher liebt und habe dann mit Experten Bücher dazu rausgegeben. Und habe dann irgendwann festgestellt, oh wow, monatlich kriege ich Geld für etwas, was ich einmal gemacht habe. Und habe das alles so sehr ausgefeilt, dass danach dann ich Strategien entwickelt habe, dass ich jeden Monat einen Bestseller rausgebe. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf, ich kann andere Preise nehmen, ich kann andere Kurse diesbezüglich machen und so weiter. Und das hat mich ja alles gar kein Geld gekostet, nur um das mal den anderen so mitzuteilen. Ne? Ja, Zeit gekostet erstmal, genau. Es hat mich Zeit gekostet, aber in dem Sinne kein Geld gekostet als Investment, was ich hatte. Und ich habe dann im Nachgang, kann ich jeden Monat schauen, okay, wie viel Geld kommt jetzt zum Beispiel aufs Konto? Und genauso ist es bei anderen Dingen auch, dass ich wirklich gucken kann, okay, was passt zu mir, was passt zu meinen Kunden, zu meinem vielleicht auch Portfolio oder viele nennen es auch Kundenreise. Und dann aber auch so flexibel und frei sein und zu schauen, okay, kann es gut sein, dass vielleicht das Umfeld oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, vielleicht auch Themen an mich herantrage, die ich nie im Kopf hatte und dass ich die dann aufgreife? Ja? Und so oft ist es bei mir in bestimmten Themen gewesen, wo ich x-fach fünfstellig und so weiter verdient habe, weil ich ein Thema aufgegriffen habe, wo die gesagt haben, du Anna, kannst du nicht irgendwas dazu machen? Und da dann nicht zu sagen, nee, kann ich nicht und so diese falsche Bescheidenheit auch einfach an den Tag zu legen, sondern zu sagen, okay, wenn da die Nachfrage ist, dass ich genau, also ich das mache mit dem, was ich weiß und mit den Erfahrungen, dass man da auch den Mut hat, rauszugehen. Und letztendlich, ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, es geht darum, Mut zu haben und einfach zu tun. Und ich betone beide Worte einfach. Also man darf sich alles einfach machen und dann auch in die Umsetzung kommen. Liebe Anna, wir sind schon mittendrin und ich habe jetzt noch nicht mal gefragt, wie du dich eigentlich vorstellen würdest, wenn wir auf dem, ja, sag ich mal, auf dem Netzwerk treffen, wir Business Meeting oder was auch immer. Was würdest du denn so in 10 Sekunden auf die Schnelle sagen, was machst du beruflich? Ich inspiriere Menschen, ihre Träume zu leben und wieder zeit- und ortsunabhängig zu sein und ihre Message in die Welt zu bringen. Es ist schon, wenn man zuhört, so schön zu hören. Und ich glaube, das ist das, was sich ganz, ganz viele, vor allem Frauen wünschen. Ja?
inspiriert zu werden und ihres wirklich zu leben, ihr eigenes zu leben. Und wenn wir jetzt so hören, du inspirierst sie und zeigst ihnen, wie du das machst, hast du vielleicht nochmal gleich drei ganz praktische Tipps so aus deiner Praxis, wenn jemand ja vielleicht entweder noch ganz am Anfang steht oder schon ein Stück weiter ist, aber so das Gefühl hat, irgendwas sollte sich verändern, verwandeln, darf wachsen. Ja, für den Anfang, viele Dinge können wir ja gar nicht recherchieren oder können wir uns gar nicht drum kümmern, wenn wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Und das heißt, dass wir uns einfach öffnen für Möglichkeiten, die existieren und dann immer prüfen, okay, passt das zu uns oder nicht. Ne? Und anhand zum Beispiel deiner Podcast-Interviews können die Zuhörer ja so viele unterschiedliche Menschen und Geschäftszweige kennenlernen, um auch herauszufinden, wo schlägt denn da eigentlich mein Herz für? Ja. Und wenn es das noch nicht gibt, ganz oft erfinden wir ja Dinge. Ne? Also das heißt, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, auch neue Geschäftszweige zu erfinden, die es bisher noch gar nicht gegeben hat. Und letztendlich zu überlegen, was ist das, was mir Freude macht? Weil Arbeit muss nicht hart sein, sondern ich kann mit dem Geld verdienen, wo ich auch gut drin bin und was mir auch Spaß machen kann. Ne? Also da einfach auch an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich dann inspirieren lasse, würde ich wirklich als Tipp geben, orientiere dich an den Menschen, die die Dinge schon erreicht haben. Mhm. Auch im Sinne von, wenn du Kritik bekommst oder jemand dir was sagen möchte, dann schau immer, hat die Person das selbst durchlaufen und schon erreicht oder sind es Menschen, die, wie gesagt, noch nicht so sich damit beschäftigt haben und vielleicht sich auch nicht vorstellen kann, dass man vielleicht mehr verdient, obwohl man viel weniger arbeitet als vorher oder absolut. So. Ne? Also einfach nur, das als Beispiel zu nennen. Ja. Und für diejenigen, die eigentlich schon fortgeschritten sind, weiß ich, dass ganz häufig so ein Moment kommt, wo man einfach feststeckt. Ne? Also da kommt so eine Deckelung, okay, jetzt hat man jeden Monat seine fünfstellig, aber man kommt irgendwie nicht weiter. Oder am Anfang hat man sich gefreut darüber, über die Ergebnisse und irgendwann ist es schon so das neue Normal geworden. Und da einfach immer wieder zu überprüfen, was ist mein Warum? Was ist meine Message? Warum mache ich denn das, was ich mache? Ne? Und in dem Moment, wo wir uns mit dieser Vision oder dieser Message verbinden, haben wir wieder eine andere Power und Erfolg oder so. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auch immer sage, okay, ich möchte mein bester Kunde sein. Also das heißt, was erwarte ich gegebenenfalls von meinen Kunden, verhalte ich mich gegebenenfalls genauso im Sinne von, okay, wenn ich jetzt irgendwo ein Coaching oder ein Programm buche, bin ich da am Rummäkeln, dann würde ich mich vielleicht auch nicht wundern, wenn meine Kunden am Rummäkeln sind, überweise ich sofort oder auf den letzten Drücker und all solche Sachen. Ja. Und da einfach auch immer wieder zu überprüfen, ja, wo stehe ich und wo möchte ich hin? Und vor allen Dingen lade ich immer dazu ein, auch wirklich groß zu denken. Und zwar so groß, dass der Kopf aussteigt. Weil in dem Moment, wo unser Kopf sich wieder einschaltet, sind wir in diesen bekannten Strukturen und können nur das erschaffen, was wir irgendwo schon mal erlebt oder gehört haben. Und es gibt noch so viel mehr, was möglich ist. So wertvolle Tipps, liebe Anna, die bei dir einfach aus der Praxis kommen. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, den du ja auch ansprichst. Auch sich ja, zu orientieren an Menschen, die es wirklich umsetzen und nicht nur davon reden. Das gibt es leider heute halt in dieser Online-Welt auch. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Und du selber hast gesagt, du hast auch sechsstellig investiert in dich selber immer, um hier weiterzukommen. Und da hat sich so vieles entwickelt, auch was das Thema Geld ja auch bei dir selber betrifft. Vielleicht mal die Frage, wie wichtig ist denn Geld überhaupt für dich persönlich? Oh, ich liebe diese Frage. Ganz ehrlich, ich liebe sie deswegen, weil ich bin so ganz bescheiden aufgewachsen im Sinne von, ich brauche nicht wirklich viel Geld für mich. Ich komme auch irgendwie so ohne alles so zurecht. Und das hat sich total entwickelt, weil ich habe festgestellt, dass Geld ja wie alles Energie ist. Und in dem Moment, wenn ich sage, das ist Energie, vielleicht jetzt aus Quantenphysik-Sicht, vielleicht so, um das den Zuschauern noch oder Zuhörern näher zu bringen, in dem Moment, wo ich es immer ablehne, das heißt, ich habe immer gegeben, gegeben, aber nicht genommen. Da ist ja irgendwie kein Fluss da. Ne? Und das heißt, auch andere haben sich vielleicht nicht wohlgefühlt, wenn die immer nur bekommen haben, aber nicht richtig was zurückgeben konnten. Beziehungsweise auch zu sehen, okay, wo ist der Wert oder was brauchen bestimmte Menschen, um eine bestimmte Entwicklung zu durchlaufen. Und auch da gibt es ja bestimmte Kritiken, wenn es jetzt ums Thema Hochpreis-Coaching geht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nur Hochpreis-Coaching anbiete, sondern
Ich weiß, dass es manchmal eine bestimmte Summe bedarf, damit wir, wenn es Herausforderungen gibt, trotzdem weitergehen und nicht sagen, okay, nee, wir schmeißen es, wir machen es jetzt doch nicht. Ne? Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie wichtig ist Geld? Geld ist, wenn Geld quasi Energie ist und Energie ist alles, ich bin Energie, ist Geld ja auch ein Teil von mir. Und deswegen ist das super wichtig. Und ich habe jetzt auch gerade aktuell einen Kurs, der heißt Money Love, wo es darum geht, dass wir uns wieder neu ins Geld verlieben und uns gleichzeitig in uns verlieben dürfen, weil es gibt so, so viel, was wir in Bezug auf dessen heilen dürfen. Auch definitiv. Ja, und vielleicht auch einfach, um Beispiele zu nennen, warum das so wichtig ist. In dem Moment, wo es mir gut geht, kann ich ganz anders agieren. Das heißt, ich bin in einer ganz anderen Kraft. Ich kann meine Teilnehmer anders begleiten. Ich kann viel mehr spenden. Also das ist total gigantisch. Ich habe so viele Charity-Projekte und kann etliche Tausende Euro im Jahr spenden, weil ich einfach denke, okay, jetzt habe ich einen Impuls, das zu tun, oder ich möchte das zu tun. Und das könnte ich alles nicht, wenn ich ständig Angst hätte, okay, wie bezahle ich jetzt irgendwie mein Essen oder meine Miete, oder muss ich jetzt einen Kunden annehmen oder nicht, ne? Und von daher, es sollte jedem gut gehen, und in dem Moment ist es ein Win-Win für alle. Wenn es mir gut geht, geht es meinem Umfeld automatisch darüber auch gut, ne? Ja, und ich glaube, gerade dieses Geldthema, es wird so oft ausgespart, und es ist so, so elementar und so wesentlich in unserer Welt. Es ist nun mal so, ja. Und ich fand es so nett, gestern hat eine Kollegin gesagt, sie ist so mit diesem Satz aufgewachsen, Geld wächst nicht auf Bäumen. Und sie sagt, doch, weil Geld ist aus Papier. Und natürlich, Bäume sind Grundlage, damit überhaupt das Geld so, das Papier da ist. Kann man jetzt sehen, wie man mag, ja, aber es sind so viele Themen und Gedanken und Worte und Gefühle um dieses Thema Geld. Und bei mir war es ja auch so in meinen Klosterzeiten und viele Jahre danach, das war echt ein Prozess, der sich verändert. Und danke, dass du es auch bei dir so beschreibst. Auch hier ist so, das war nicht von Anfang an so, sondern auch das darf sich einfach entwickeln und darf kommen, ja. Und vielleicht auch da als ganz, ganz kleiner Tipp, ne? Also zu schauen, was habe ich nur aus Kompromiss in meinem Leben? Also ganz viele Gegenstände, wenn ich irgendwelche Teller anschaue, welche haben Macken, die ich habe. Und auch das ist ja eine Form von Fülle und Reichtum, die ich unbewusst immer wahrnehme. Und in dem Moment, wo ich vielleicht auch alles ausspare für gute Zeiten, kommt dann dieser Moment, den ich so traurig finde, ne? Weil dann bei vielen kommt diese gute Zeit oder dieses irgendwann nicht kommt mehr, weil wir dann krank sind, tot sind oder sonst was ist. Und warum darf es uns denn nicht jetzt gut gehen? Ne? Und da ist einfach Geld super wichtig, dass wir ernährungstechnisch schauen können, dass wir gucken können, ne? Was sind so viele wir Punkte nutzen. Also das ist, wie du schon sagst, so, so wichtig. Und auch hier, ich hätte mir niemals früher so ein teures Porzellanset gekauft oder so. Und jetzt habe ich es einfach getan. Und ich erfreue mich jeden Tag. Und meine Kinder auch, die wollen von nichts mehr anderem essen. Und diese Freude, ich meine, das ist ja, das kann gar nichts aufwiegen. Ne? Und das heißt jetzt nicht nur, ich kann mich nicht nur freuen, wenn ich jetzt irgendwas habe, was teuer gewesen ist, sondern einfach dieses Wissen zu haben, die Wahl zu haben. Ne? Also ich kann in ein 5-Sterne-Hotel gehen, aber ich kann auch im Zelt schlafen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir mit Geld einfach viele andere Möglichkeiten hätten und spontan entscheiden können und nicht aus Angst, okay, wir haben jetzt kein Geld und Mangel heraus agieren und funktionieren. Ich glaube, dieses die freie Wahl zu haben, das ist für mich einer der ganz wichtigen Elemente von Geld. Ja, dass man wirklich frei entscheiden kann. Ob das jetzt so ist wie bei uns jetzt im Moment, dass wir einfach so ein schönes Plätzchen in Sizilien gefunden haben mit diesem gigantischen Blick aufs Meer, ja, wo man einfach sagt, boah, da ist schon, ich fühle mich einfach rundum wohl. Und da arbeite ich auch ganz anders, wenn ich mich wohlfühle, als wenn ich irgendwo in einem Büro eingezwängt wäre. Das ist nur das eine. Es gibt so viele Aspekte im Leben, wo es darum geht, die Wahl zu haben. Und du hast ja auch angesprochen, ob das soziale Dinge sind, die wir unterstützen wollen, irgendwelche Projekte. Es gibt so viel. Anna, wir könnten uns, glaube ich, stundenlang unterhalten. so spannend. Ich komme allerdings schon zum Abschluss und ich hätte noch ein paar kurze Fragen und bitte dich einfach um kurze Antworten. Gerne. Was sind deine drei wichtigsten Werte? Liebe, Wahrhaftigkeit und Kreativität. Was hat dich ursprünglich zurückgehalten, Unternehmerin zu werden?
Angst. Erfolg bedeutet für dich? Seinem Herzen zu folgen. Was sind deine drei größten Stärken? Menschen vernetzen, die Einzigartigkeit zu sehen und voranzugehen. Eine Schwäche? Schokolade. Gibt es ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Born to inspire. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Jede Entscheidung, die du aus Angst triffst, ist eine falsche Entscheidung. Und welche ist momentan deine beste Buchempfehlung? Von Dr. Joe Dispenza, Du bist ein Placebo. Ja, ein sehr schönes Buch, werden wir verlinken in den Shownotes natürlich. Stell dir vor, Anna, du kämst auf eine einsame Insel, kannst nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das? Aktuell meine beiden Kinder und mein Partner. Und dann wärst du sowieso nicht mehr einsam. Ja, welchen letzten Tipp magst du uns noch mit auf den Weg geben? Also den Tipp habe ich eigentlich schon erwähnt. Sei mutig, geh für deine Träume, weil es lohnt sich so, so sehr. Und steh jeden Tag dafür auf und egal, was in der Vergangenheit gewesen ist, du kannst immer neu entscheiden und zwar tagtäglich. Und das, was dich erwartet, das ist einfach nur wow. Auf dem braucht man überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Die Frage bleibt nur noch, wie und wo kann man dich am allerbesten erreichen? Am allerbesten erreicht man mich tatsächlich vermutlich über meine Website und über Facebook und kann natürlich auch bei Amazon die ganzen unterschiedlichen Bücher und so weiter von mir lesen und in Kontakt treten. Wir werden alles, die Bücher und natürlich auch dein Angebot, du hast ja auch verschiedenste Angebote einfach in die Shownotes mit aufnehmen und vernetzen. Ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, Anna, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns vor allem Einblick gegeben hast, so in dein Privates, in dein Business und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand es total spannend und wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Von Herzen danke für dieses Interview und auch für dich zu Hause. Danke fürs Zuhören. Ja, liebe Podcast-Freunde, ihr wisst ja, mein großes Anliegen ist es, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfolgreiches und auch finanziell freies Leben führen können. Und wenn dir heute die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst mit deinen Freunden. Vielleicht auch eine Bewertung schreibst in iTunes. Ist vollkommen wurscht. Komm vor allem auch gerne in unsere Gruppe Facebook Finanzielle Freiheit für Powerfrauen und denk dran. Ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.